So Leute, Mittwoch, 13. April 2016. Ja, Kamera abgelegt und nach langer, langer Zeit sehen wir uns wieder hier auf YouTube. Diese Pausen in letzter Zeit, die tun mir echt gut, damit ich überhaupt wieder Lust habe auf YouTube. Um ehrlich zu sein, mir fehlt auch so ein bisschen der Support, weil ich meine, nichts gegen die ganzen Lifestyle-YouTuber, die ständig von Land zu Land reisen und geile Bilder machen und zugegebenermaßen und so, aber so ein bisschen Realität und ein bisschen wieder, sagen wir mal, was Echtes über Kraftsport oder Ernährung oder Gesundheit tut doch auch wieder gut, oder? Also supportet auch mal sowas und nicht immer nur dieses, ja, wir sind heute in Afrika, morgen sind wir in Amerika und guckt doch mal tolle Bilder und so. Lange Rede, kurzer Sinn. So, kommen wir mal zum Thema. Die letzten 2-3 Jahre ist ja dieser Fitnessboom auf YouTube richtig durch die Decke gegangen und nichts hat diese Fitness-, Bodybuilding-, Kraftsport-Szene mehr gespalten als diese vegane, vegetarische wie soll man das sagen? Ja, so ein Trend, naja. Ich habe keine Worte dafür. Also, mich hat es beschäftigt, so, ey, weil ich bin so ein Mensch, ich esse sehr viel Gemüse, Obst, alles, was in diesem Bereich geht, ne? Und täglich, also morgens, mittags, abends, sowohl Gemüse als auch Obst, als auch, ne? Alles, was in diese Richtung geht, Kräuter und hast du nicht gesehen. Aber ich bin auch ein Mensch, der gerne Fleisch isst. Ja, also viel Rindfleisch, ab und zu mal Hähnchen. Ab und zu mal Pute, aber viel Rindfleisch zum Beispiel. Ja, und auch so Meeresfrüchte und so weiter und so fort. Und ich möchte das jetzt so langsam aber sicher Richtung Abschluss bringen, weil ich habe jetzt schon 2-3 Videos in diesem Bereich gemacht. Eine Bitte. Und zwar hatte ich bei meinem letzten Video so Veganer, Vegetarier, die dann angefangen haben, du machst ständig was gegen Veganer, Vegetarier. Nein, ich mache nicht was gegen Veganer, Vegetarier, sondern für Fleischesser oder beziehungsweise Allesesser. Fleischesser wäre ja das falsche Wort, weil wir essen ja auch viel Gemüse, Obst und Kräuter und hast du nicht gesehen. Das heißt ja nicht, dass wir uns täglich von 10 Kilo Fleisch ernähren, ne? Also, es ist nicht gegen euch, sondern für uns. Das ist ein Unterschied. Also, halt mir bitte die Ohren nicht voll, weil manche so, der Abo, du machst ständig was gegen Veganer und so. Nein, ich bin im Gegenteil. Gegenteil zu manchen, nicht allen, aber zu manchen Vegetariern und Veganern ein toleranter Mensch. Ich akzeptiere es, wenn Menschen sagen, hör mal zu, ich will fleischlos leben. Ja, so, jetzt kommt's aber, pass auf, das eine ist das Emotionale, wenn du sagst, ich will Veganer, Vegetarier sein, das andere sind Fakten. So, bei Vitamin B12, da hat man sich ja noch gestritten, ja, Vitamin B12 kann man ja auch aus Algen und bla und heutzutage kann man ja Pillen schlucken und hast du nicht gesehen und, ne? Mir geht's ja immer darum, was will die Natur oder was hat die Natur für den Menschen vorgesehen? Was ist das Natürlichste? Darum geht's mir. Ob ich mir das heutzutage durch Pillen oder Algen aus, keine Ahnung, Japan oder irgendwo, keine Ahnung, im asiatischen Bereich oder in, keine Ahnung, auf irgendwelchen exotischen Inseln, ob da irgendwelche Algen wachsen, wo ich mir dann Vitamin B12 dadurch reinholen kann oder so, das juckt mich nicht. So. Ich habe mir jetzt ein sehr langes Intro und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten. Und zwar, was mich immer gestört hat, weil da kam auch zwischendurch immer so, Fleisch macht Krebs. Durch Fleisch wirst du Krebs kriegen und daran krepieren. Eine Sache. Dann ging mir richtig auf den Sack, dass immer es so rüberkam, als Leute, die alles essen, also Gemüse, Obst, Kräuter und Fleisch, dass die ungesünder leben würden als Menschen, die nur pflanzliche Sachen essen oder Vegetarier, ne? So, und jetzt habe ich mir mal im Laufe der letzten 1-2 Jahre, sagen wir mal, im Kopf ein paar Fakten gesammelt, die ich jetzt hier aufführen möchte, womit ich zeigen möchte, dass ihr reinen Pflanzenesser bzw. Vegetarier, die auch Eier und sowas essen, dass ihr nicht unbedingt gesünder lebt. Auch die Veganer nicht, die Eier weglassen und sowas oder Milch oder so, ne? Ich habe mir vor ein paar Tagen, maximal eine Woche ist das her, im TV angeguckt, wie vegetarische, vegane Lebensmittel manipuliert werden. Und zwar auf eklige Art und Weise.
weil es ja immer hieß, ja, Fleisch ist hormonverseucht, Fleisch ist dies und die Futtermittel sind falsch und deswegen soll man heutzutage kein Fleisch mehr essen. Naja, früher vor 1000 Jahren hätte man noch Fleisch essen können, aber heutzutage, Fleisch ist ja so ungesund, mag sein, aber seid ihr Veganer, Vegetarier umso besser dran? Gucken wir doch mal. Sagt euch das Wort induzierte Mutation was? Ich kann euch das gerne erklären. Ich hoffe, das ist kein... Ich hab das, wie gesagt, im TV vor ein paar Tagen gehört, habe mir das direkt aufgeschrieben. Und zwar werden zum Beispiel Bananen, Grapefruit, Pfefferminz und so weiter und so fort. Viele solche veganen Lebensmittel werden durch Radioaktivität so manipuliert, dass sie dann Mutationen erzeugen. Und durch diese Mutationen versucht man zum Beispiel bei den Bananen, so habe ich das wie gesagt im TV gesehen, eine Immunität gegen bestimmte Pilzsorten zu produzieren. Das heißt, es werden Bananenpflanzen gezüchtet, die durch Radioaktivität dazu gezwungen werden, Mutationen zu erzeugen. Und dann hat man sowas, weiß ich, so Reagenzgläser und dann nimmt man verschiedene Bananenpflanzen und dann durch diese ganzen Mutationen, die man durch Radioaktivität hervorgerufen hat, versucht man zu gucken, okay, welche Pflanze ist immun gegen, sagen wir mal, weniger empfindlich gegen Pilze. Ein ekliges Beispiel. Okay, so, was hatten wir in den letzten Monaten und 1, 2, 3 Jahren alles an Skandalen, was vegane bzw. vegetarische Lebensmittel angeht? Da hatten wir einmal die Dioxineier, dass da Industrieöl in Eiern gefunden wurde. Was hatten wir noch? Bei Bio-Eiern hat man teilweise herausgefunden, dass das gar keine Bio-Eier waren, sondern ganz normale Standard-Käfig- bzw. Bodenhaltungseier, die dann als Bio-Eier deklariert wurden. Ja, aber das andere Dioxineier ist ja dann auch nochmal noch krasser gesundheitsschädigend. So, vor ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass Oliven mit Chemikalien gefärbt werden, weil sie dann durch diese Farbe, die sie dann haben, besser verkauft werden. Okay, durch Chemikalien gefärbte Oliven. Was hatten wir noch die letzten Wochen, Monate? Arsen im Reis. Das heißt, die haben in Reissorten Arsen gefunden. Das ist, soweit ich weiß, ein Nervengift, womit man Menschen vergiftet oder töten kann. Oder vergiften kann oder, sagen wir mal, töten kann. Arsen, absolut giftig und tödlich. Ein Nervengift, soweit ich weiß. So. Ja, das sind nur einige wenige Beispiele, die ich die letzten Monate und Jahre so nebenbei beim Fernsehen schauen oder in irgendwelchen Foren oder im Internet so aufgegriffen habe, ja. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre so ein richtiger Veganer, Vegetarier-Hasser und würde den Leuten unbedingt verkaufen wollen, wie schlimm doch vegetarisch und veganes Essen sein kann. Wenn man lang genug recherchieren würde und lang genug alle möglichen Pflanzen und wie auch immer nach Schadstoffen untersuchen würde, glaubt mir, da würde man noch viel, viel, viel mehr finden, als ich euch hier aufgezählt habe. Und jetzt stellt ihr euch vor, es gibt ja genug so Videos von Veganern und Vegetariern, die innerhalb von 2, 3, 4, 5 Minuten viele Szenen zusammenschneiden, warum Fleischessen so scheiße und ungesund ist und moralisch verwerflich und hast du nicht gesehen. Da werden zum Beispiel Tiere gezeigt, die leiden. Ich bin dagegen, ja. Ich würde natürlich 1, 2 Euro mehr bezahlen, aber dafür würden die Tiere weniger leiden. Okay, das ist eine Sache. Aber ja, hormonverseuchtes Fleisch, dies, das, Ananas und dann das alles zusammenschneiden und Fleisch total scheiße reden, okay? So, das gleiche könnte man locker auch jetzt mit pflanzlichen Lebensmitteln machen. Jetzt stellt euch vor, das, was ich euch aufgezählt habe, ne, radioaktive Mutationen, was weiß ich, Dioxineier, dann mit Chemikalien gefärbten Oliven und, was es nicht alles schon gegeben hat. Ja, stellt euch vor, man würde daraus ein Video schneiden, dann könnte man sagen, ja, nee, veganes Leben, vegetarisches Leben ist absolut ungesund, verursacht Krebs, ne, wegen Dioxineiern, wegen, was weiß ich, atomar verseuchten Pflanzen, die durch Radioaktivität zu Mutationen gezwungen wurden
und was es nicht alles gibt, Arsen im Reis und so weiter und so fort, ja. Das ist jetzt mal das eine. Jetzt möchte ich aber nochmal zu einem Punkt zurückkommen, dass man immer gesagt hat, ja, Fleisch würde Krebs erzeugen und so weiter. Oder wer Fleisch isst, wird früher oder später an Krebsmetastasen verrecken und hast nicht, wie oft ich solche Kommentare gehabt habe. Hör mal, es gibt ganze Völker, dadurch, dass sie sehr wenig Nahrungsmittel zur Verfügung haben, weil sie an bestimmten, sagen wir mal, krassen Orten auf diesem Planeten leben, zum Beispiel Nordpol, Südpol, wie auch immer, wo die Nordpol ist das, glaube ich, ne, wo die Inuit leben, diese Schneemenschen, beziehungsweise da am Nordpol, ne, die essen fast nichts anderes außer Fisch und Robben und hast du nicht gesehen, wachsen da bei denen am Nordpol irgendwie das ganze Jahr über, keine Ahnung, Bananen? Nein. Orangen? Nein. Ich will nicht sagen, dass ihre Lebensweise super gesund ist, weil ich der Meinung bin, dass der Mensch Obst, Gemüse braucht. Und zwar in guten, großen Mengen. Auch verschiedene Sorten. Ja, nicht nur irgendwie ein, zwei Sorten, sondern ich gucke immer, was weiß ich, ich habe immer im Haushalt Gurken, Orangen, Petersilie, Koriander, was ist denn, Zwiebeln, Tomaten, Grünzeug hier, Salatzeugs und so weiter und so fort. Sellerie, Brokkoli, ich habe wirklich fast täglich diese ganzen grünen bzw. pflanzlichen Lebensmittel zur Verfügung und esse die auch. Was ich euch damit sagen will, es gibt ja auch so bestimmte afrikanische Völker, die essen nicht nur sehr viel Fleisch, weil sie in einer kargen Umgebung leben. Na, in Afrika, sind das die Maasais? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die essen viel Fleisch, die haben viel so Kühe und so weiter und so fort, sondern die trinken auch das Blut dieser Tiere. Ja? Und zwar in regelmäßigen Abständen. Das heißt jetzt nicht einmal im Monat oder so, sondern die trinken das Blut. Die, habt ihr das schon mal gesehen? Die schießen so einen Pfeil in den Hals von so einem Tier, da spritzt Blut raus, da halten die erstmal so einen Krug dran, dann machen die das voll und dann trinken die das. Ja, um an Eiweiß zu kommen, beziehungsweise an Eisen und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ne? Die müssten ja, oder beziehungsweise diese Menschen am Nordpol, die müssten ja voller Metastasen sein und von Krebs verreckt sein und schon längst ausgestorben sein. Ja, weil die leben in bestimmten Orten auf diesem Planeten, wo halt nicht jeden Tag Grünzeug wächst, wo die halt nicht jeden Tag da dran kommen oder Orangen oder von mir aus, keine Ahnung. Was habe ich letztens noch gesehen? Irgendwo Richtung Indonesien oder was? So Inselstaaten, so kleinere Inseln, die sind von der Außenwelt so, sagen wir mal, mehr oder weniger abgeschnitten. Da kommt, was weiß ich, einmal alle 3-4 Monate mal so ein Schiff vorbei und bringt denen ein bisschen was. Aber ansonsten, die fangen dann so einen Wal. Die haben auch, da ist ja auch eigentlich Walfangverbot in der Ecke teilweise, so Richtung Japan, Indonesien und so. Die haben aber Ausnahmeregelungen, die dürfen Wale fangen. Und dann haben die gezeigt letztens, die fangen dann so ein 20-Tonnen-Wal oder 30-Tonnen-Wal oder was auch immer. Ja, und leben dann Wochen, Monate lang von diesem Walfleisch. Ja, also die haben noch nicht mal Auswahlmöglichkeit. Das heißt, ich kann, was weiß ich, ein bisschen Rind essen, ein bisschen Pute essen, ein bisschen Hähnchen essen, ein bisschen Meeresfrüchte essen, von mir aus auch mir Walfleisch bestellen oder was auch immer. Ich habe Zugriff auf viele verschiedene Fleischsorten. Die können über Wochen, Monate nur Walfleisch essen. Ja, und jetzt kommt mir nicht mit, ja, aber das sind ja Tiere, die in der Natur aufgewachsen sind. Ja, die Weltmeere sind auch verseucht, teilweise in der Ecke von irgendwelchen atomaren Müll oder hier Fukushima und am Nordpol, die Russen haben ja auch da genug irgendwelche radioaktive Scheiße versenkt und so weiter und so fort. Das heißt, ich will das alles nicht schönreden, aber wenn das wirklich so wäre, dass Fleisch Krebs erzeugen würde, dann würden doch diese Völkerstämme, die wirklich sehr viel Fleisch oder Fisch oder wie auch immer essen, ne, die würden ja, was weiß ich, spätestens mit 25, 30 dann an Krebs sterben. Und das ist ja nun mal nicht der Fall. Also kommt mir bitte nicht um die Ecke mit Fleisch erzeugt Krebs oder Rindfleisch erzeugt Krebs. Ja, ich habe euch jetzt verschiedene Fleischsorten aufgezählt. So, das soll jetzt auch nicht das Thema sein. So, und dann habe ich ja letztens ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass das Eisen, ne, aus Fleisch bzw. tierischen Produkten besser verwertbar ist für den Körper eines Menschen als das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln. So, und dann schrieb mir einer, ja, schon wieder was gegen Veganer, Vegetarier. Ey, Digga, darf ich ja noch nicht mal mehr Fakten erzählen?
Ja, das darf, guckt euch das Video an, ne? Werde ich euch hier oben verlinken. Und zwar ist das Eisen aus Fleischprodukten bzw. tierischen Produkten besser verwertbar für den Körper als das Eisen aus Pflanzen. Und dann habe ich das einfach nur erwähnt und dann hieß es, ja, du machst ständig was gegen Veganer und Vegetarier. Hör mal zu, wenn du für dich entschieden hast, dass du vegan oder vegetarisch leben möchtest, dann mach das. Ich habe nicht das Ziel aufzugeben und auf einmal wieder Fleisch zu essen. Ich sage nur, was ich denke, was von der Natur aus für den Menschen erdacht war. Jetzt noch zwei Punkte, zwei wichtige Punkte. Und dann hieß es, ja, aber die Tiere leiden alle und natürlich leiden die, aber ich gehe immer davon aus, was ist das Natürlichste, was die Natur für die Menschen und Tiere sich erdacht hat. Für mich ist das immer das Beste. Hör mal zu, kann ich was dafür, dass die Natur Huftiere wie Rinder, Pferde oder wie auch immer als Nahrungsmittel auf diese Welt gebracht hat? Ja, die sind nun mal als Nahrungsmittel auf diese Welt und die Löwen und die Tiger und was weiß ich, diese Raubkatzen, denen kannst du ja nicht erzählen, hör mal bitte, ess mal keine Kühe, weil die leiden. Und habt ihr schon mal gesehen, wie solche Kühe in der Wildnis leiden müssen, bevor sie sterben? Die werden bei lebendigem Leib von Hyänen und Tigern und Löwen aufgefressen, während sie noch leben. Der Mensch ist ja da natürlich humaner, ne, und guckt, dass sie dann schnell getötet werden, bevor sie dann, was weiß ich, in Fleischstücke geschnitten und dann später gekocht und gegessen werden. Die Löwen, die Tiger und die Hyänen, die essen die teilweise am Arsch, ne, die packen die am Arsch, fressen die von hinten auf und vorne ist sein Kopf noch ganz und er leidet da über eine halbe Stunde oder eine Stunde und wird bei lebendigem Leib aufgefressen. Ja, geh doch mal zur Mutter Natur und frag mal Mutter Natur, wieso hast du Huftieren ein zentrales Nervensystem mitgegeben, dass sie dann leiden, während sie aufgefressen werden? Da kann ich jetzt nichts dafür. Die Natur hat das so vorgesehen. Und ob der Mensch jetzt Tiere essen würde oder nicht, diese Tiere bleiben bis ans Lebensende, bis dieser Planet nicht mehr existiert, immer Nahrungsmittel. Die Löwen und die Tiger, die werden ja jetzt nicht auf einmal vegetarisch oder Veganer. Denk mal darüber nach. Also ist das ein ganz natürlicher Vorgang. Auch wenn es schrecklich ist, auch wenn es, wenn die Tiere. Und wie gesagt, ich will euch ja davon nicht abbringen. Also wenn ihr kein Fleisch essen wollt, dann macht das einfach nicht. Ich akzeptiere das. Aber akzeptiert auch, dass ich gerne Fleisch esse. Okay? So, was war der letzte Punkt? Tiere, die leiden. Ah ja, übrigens, ein letztes, und wie gesagt, für mich ist dieses Thema eigentlich abgeschlossen. Ich möchte kein Video mehr darüber machen. Für mich ist klar, dass vegetarisch oder vegan Essen nicht das Natürlichste auf dieser Welt ist. Also, dass die Natur das für den Menschen nicht, sagen wir mal, sich erdacht hat. Wie gesagt, weil Eisen von tierischen Produkten besser verwertbar ist, viel schneller verwertbar ist. Warum soll das so sein? Weil der Körper wohl mit Fleisch besser klarkommt, gehe ich mal von aus. So, und das mit dem Vitamin B12, weil man sagt ja, das kann man ja auch aus irgendwelchen Pflanzen bzw. Algen irgendwo Richtung Japan. Wo gab es die? Irgendwo bei Japan, Mauritius, keine Ahnung, irgendwo am Arsch der Welt. Hör mal zu. Sagen wir mal, ein Mensch, der mitten in der Wüste lebt, mitten in der Wüste oder am Nordpol, wie soll der denn bitte an irgendwelchen Pflanzen kommen, wo das ganze Jahr über, was weiß ich, am Nordpol minus 20, minus 30, minus 40 Grad sind, wo soll der denn bitte an irgendwelchen Pflanzen drankommen, die Vitamin B12 enthalten? Wie soll das funktionieren? Wie soll der Mensch, der mitten in der Wüste wohnt, ja, und froh ist, dass er überhaupt was zu essen hat, an irgendwelchen bestimmten Pflanzen drankommen? Ja, wo Vitamin B12 drin enthalten ist. Dementsprechend, die Menschen, die sich irgendwo am Nordpol in der Wüste oder was weiß ich, sonst irgendwo auf der Welt breit gemacht haben, wo es halt diese bestimmten Pflanzen nicht gibt, wo Vitamin B12 ausreichend enthalten ist, wie sollten die denn vor 5000 Jahren bitteschön an Pflanzen drankommen, die irgendwo Richtung Japan oder irgendwo am Ozean wachsen, Algen und was weiß ich was? Dementsprechend, das kann auch keine natürliche Art sein, sich Vitamin B12 in den Körper zu holen. Ja, einmal das Eisen, einmal das Vitamin B12. Das heißt, ich gehe davon aus, vor selbst 100 Jahren, das muss ja nicht vor 5000 Jahren gewesen sein. Ja, das ist ja erst in der Moderne möglich, dass man solche Sachen extrahiert aus Pflanzen oder Pflanzen irgendwo aus 10.000 Kilometern Entfernung ran schafft und dann sich sein Vitamin B12 aus diesen Pflanzen herholt. Ja?
Dementsprechend, sowohl was Eisen angeht, als auch Vitamin B12, ne, ist das keine natürliche Form, vegan oder vegetarisch sich diese lebensnotwendigen, ja, das sind ja wichtige Spurenelemente oder ne, wichtige Sachen, die der Körper braucht. Das kannst du ja nicht irgendwie, ja gut, dann habe ich halt ein bisschen weniger Eisen, na gut, dann habe ich halt ein bisschen weniger B12 und so weiter und so fort. Dementsprechend ich für mich habe jetzt endgültig, wie gesagt, auch diese radioaktiven Bananen und Mutationen, was heutzutage passiert. So, und jetzt mal als Schlusswort: Das Problem ist nicht Fleisch, das Problem sind auch nicht die pflanzlichen Lebensmittel. Das Problem heutzutage ist die Art, wie der Mensch seine Nahrungsmittel herstellt oder beziehungsweise wie er damit umgeht. Das heißt, du musst jetzt nicht hergehen und jetzt keine Oliven oder Bananen mehr essen, sondern du musst dich kümmern, dass du dich sozial engagierst und irgendwie auf die Politik einwirkst, dass sich das mal ändert. Ja, das ist doch die Lösung. Und nicht zu sagen, ja gut, Oliven, ich habe mal einen Bericht gesehen, Oliven werden mit Chemikalien gefärbt, also esse ich ab jetzt nie wieder Oliven. Oder im Reis wurde irgendwie Arsen gefunden, in bestimmten Reissorten aus Asien oder was weiß ich, weil diese Reisfelder voll mit Arsen sind, keine Ahnung, so ab jetzt esse ich kein Reis mehr. Was ist das denn für eine Lösung? Oder es gibt bestimmte Bananensorten, die wurden durch radioaktive Mutationen gezüchtet, die pilzresistent sind, also esse ich ab jetzt keine Bananen mehr. Das ist ja, genauso ist es mit dem Fleisch. Das Fleisch ist, euer Fleisch ist hormonverseucht, ja, sollen wir jetzt auf einmal kein Fleisch mehr essen? Nein, wir müssen doch auf die Lebensmittelindustrie einwirken, sodass die dann, sagen wir mal, unser Bestes tun, dass die dann darauf reagieren und halt weniger Chemikalien, genauso Paprika schon seit Jahren in den Nachrichten wegen Pestiziden und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn ich jetzt böse gucke, ich hab euch lieb. Ja, lasst mich Fleisch essen, ich lasse euch vegetarisch leben oder vegan leben, aber tut bitte nicht so, als wärt ihr so 20.000 Mal gesünder als Leute, die alles essen. Sowohl Pflanzen als auch Fleisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst mir ein paar Däumchen da, motiviert mich, dann bin ich auch öfter mal für euch auf YouTube da. Und abonniert meinen Let's Play-Kanal, da bin ich jetzt schon, habe ich schon die 130.000 Views geknackt. Obwohl ich das erst seit 3, 4 Monaten mache, ja, werde ich euch auch hier drunter verlinken. Da geht es um Panzer und Online-Spiele und so. Wäre cool, wenn ihr dabei seid. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.